Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem speziellen Thema. Das beantwortet ein paar Fragen. Und zwar, also eine der häufigsten Fragen, die mir immer gestellt wird: Wieso laufe ich mit irgendwelchen Legendären? Und der Grund ist halt, weil ich die Bonbons brauche. Und von allem anderen brauche ich halt keine Bonbons. Das ist halt einer von zwei Wegen, wie ich überhaupt an die Bonbons für Legendäre komme. Beziehungsweise drei, aber der dritte Weg ist halt, die Legendären an sich zu sammeln, die zu raiden und zu farmen. Aber wenn der zum Beispiel schon vorbei ist, so wie, keine Ahnung, Zapdos, dann gibt es halt nur zwei Wege, und zwar entweder laufe ich mit Zapdos oder Sonderbonbons. Und ich habe bereits alle meine Sonderbonbons ausgegeben und es reicht bei weitem noch nicht. Deswegen laufe ich, um da ein paar Kilometer, ein paar Bonbons zu sparen. Und wieso mache ich das? Ich habe ein großes Ziel gehabt, und zwar wollte ich alle Legendären in einem Video pushen auf Max. Problem ist jetzt nur, das dauert zu lange. Und bis ich die Bonbons sammle, kommt wieder ein neuer Legendärer. Und von dem brauche ich wieder 248 Bonbons übrigens, von Level 20, Raid Level oder Eye Level, auf Max Level 40 zu pushen, 248 Bonbons. Und pro Raid kriegt man ca. 3 im Durchschnitt Sonderbonbons. Wenn man den fängt, sagen wir Fangrate von 50%, da kriegt man bei jedem zweiten 4 Bonbons, wenn man es verschickt. Also sagen wir bei jedem Raid 2 Bonbons plus 3 Sonderbonbons, bei jedem Raid kriegt man ungefähr 5. Das heißt, du brauchst bei jedem Legendären über 60 Raids. Das sind dann eigentlich nur 240, also eigentlich 62 Raids. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie schleppend das ist, die Bonbons zu sammeln, um genug zu haben, um alle auf Max zu pushen. Deswegen habe ich mir überlegt, jetzt einzeln alle zu pushen. Und heute der erste. Zweiter Grund, wieso ich doch nicht alle auf einmal Max pushen werde, ist, ihr habt es am Anfang gesehen, dieser kleine Trailer. Und zwar wird 2018 laut Pokémon legendär. Und die zweithäufigste Frage, die mir immer gestellt wird, ist: Kommen die Legendären nochmal? Kommt Zapdos nochmal, kommt Lugia nochmal, kommt Ho-Oh nochmal, kommt Entei nochmal, dies, das. Und ich sag immer, ja, die kommen irgendwann auf jeden Fall wieder. Und mit dieser Werbung ist es eigentlich ziemlich klar, dass die dieses Jahr nochmal kommen. In dem Clip ging es eigentlich hauptsächlich um, also hier steht Handheld Games, also die Gameboy-Spiele. Das ist so eine große Promotion, Werbe, Marketing-Aktion von denen. Und das betrifft halt ganz Pokémon. Das Kartenspiel ist betroffen. Mobile Games, unter anderem halt Pokémon Go, und auch im Fernsehen werden die Filme gezeigt von den Legendären. Also das ist so eine weltweite Aktion, große Aktion von denen. Sprich, 2018 wird auf jeden Fall legendär. Sprich, wir kriegen nochmal die Chance, bessere Legendäre zu fangen. Ich habe jetzt zum Beispiel bestes Kyogre 89% oder so. Den will ich eigentlich nicht pushen, aber was soll ich machen, wenn das mein Bestes ist? Lugia genauso, richtig schlecht. Ich glaube, ich habe nicht mal einen über 80. Und bei den Vögeln sieht es eigentlich auch nicht so gut aus. Da habe ich 7 Raids oder so gemacht. Also die waren ja nur eine Woche da am Anfang. Da habe ich einen am Tag gemacht. Und keine Ahnung, 3 oder 4 von 7 gefangen. Und dann später für einen Monat oder 2 Wochen waren dann alle 3 nochmal da. Da habe ich noch ein paar gefangen. Aber von den Vögeln habe ich zum Beispiel echt wenig gemacht. Da habe ich zum Beispiel noch nicht geradet. Da war ich noch nicht pay to win. Habe noch kein Geld reingesteckt. Also hatte ich auch nicht so viele Raid-Pässe. Aber jetzt Raid-Touren ohne Ende. Ich nehme jeden Raid, mit dem ich finde. Aber lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's los. Den ersten, den ich pushen will, mit dem ich zufrieden bin, ist mein Raikou. 98%. Ich blende nochmal kurz ein, wann und wo und wie ich den gefangen habe. Auf einer Raid-Tour, mir wurde nicht gegönnt. Aber dank Prinzengolle habe ich den gefangen. Kleiner Scherz. Aber hier wird nochmal. Läuft schon? Ja, ja. So. Okay, Jungs, also Hong. Also, Alter, was geht ab, Leute? Erstmal Alex hier. Ja. Der Top-Herausforderer von Hong. Ja. So, wir haben gerade Raid gemacht, ich bin rausgeflogen. Richtig leiden, ja, tut mir leid. Aber Hong fängt gerade 98er Raikou. Er hat mir einen 100er gewünscht, der mir flieht. Der nicht gönner. Hoffentlich flieht er, hoffentlich flieht er. Er sieht schlecht aus, ist alles nass, kalt. Ich war gelb, wenige Bälle. Die Leiden sind groß. Aber schauen wir mal. Oh mein Gott, was war das? Es hat gehangen. Das passiert öfters, wenn Screen Recorder auch gleichzeitig läuft. Ein Ball weg, oh mein Gott. Die Leiden eines YouTubers. Ja, das ist leider so. Aber alles für die Fans. Alles für die Fans, ja. Eigentlich alles für die Klicks. Danke an... Oh, gefangen. Danke an Prinzengolle. Oh mein Gott. Das ist Raikou. Ich gönn's null. Ja, gönn's dir. Ich gönn's dir null. Null. Ich gönn's dir null. Schaut euch diesen Nicht-Gönner an. Ich gönn's null. So, da haben wir meine Raikous, meine besten. Hier ist er, 19.09. 19.13 war 100%. Können wir nochmal die Werte abchecken. Bester Satz, KP und Angriff 15.
Angriff auf jeden Fall das Wichtigste. Checken wir kurz die Attacken, blende ich euch hier daneben hier nochmal ein. Heißt, ich muss hier nur noch einen Screenshot für euch machen. Bestes Moveset, Donnerschock und Stromstoß. Sprich, ich brauche ein paar TMs oder hoffentlich auch nur eins. Oder auch mehrere, dann schaffen wir ein bisschen Platz im Beutel. Ist mir eigentlich egal. So, Raikou direkt mit Thunderbolt, was eigentlich die zweitbeste ist, Donnerblitz. Und Donner die schlechteste. Und Stromstoß heißt, nee, nicht Donner. Wild Charge, genau. Okay. Jetzt hat er das perfekte Moveset. Und wieso habe ich mich für Raikou entschieden? Weil gerade Kyogre unterwegs ist und ich kein gutes Donner-Pokémon habe. Und der halt 98 ist, also. So, los geht's. Das dauert wieder Ewigkeiten. Und zwar 20 Level pushe ich den. Sprich, ich muss 40 Mal auf den Knopf drücken. Pro Level 2 pushe. So, 38 Mal noch. Wir sehen uns, wenn der gemaxt ist. Weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber Raikou, bester Donnerangreifer momentan im Spiel. Also den Pushen lohnt sich eigentlich auf jeden Fall. Ich habe gemaxtes Blitzer, aber der ist nur auf Platz 3. Und hält echt gar nichts aus. Und dann noch Zapdos, aber ich weiß gar nicht, was mein bestes Zapdos ist. Und der kommt, ich habe nicht nachgeschaut, Max glaube ich auf 3-3 irgendwas. Also ist solide. So, jetzt kommen die tollen Sachen. Ich hatte glaube ich genau 7,8 Millionen. Wir sind jetzt schon bei 110.000, die wir verbraucht haben. Drei, zwei, meine Lieblingszahl. Also abgesehen von der 3. Und weg damit. So, jetzt haben wir es gleich. Sein Ding leuchtet irgendwie so hart. Man sieht gar nicht, wie viel man noch pushen kann. Jetzt habe ich 200.000 verbraucht. Jetzt, ja genau, ungefähr 200.000. Einmal kann ich glaube ich noch pushen. Genau. 3, 3, 4, 1, alles klar. Donnershock Wild Charge. Verbraucht habe ich um die 220.000 Staub und 248 Bonbons. Und da ist er. Raikou auf Max. Nicht schlecht. Damit gehe ich jetzt ein paar Kyogres zerstören. Das war's von mir. Endlich ein legendäres auf Max gepusht. Die Bonbons waren echt leidend. Vor allem bei Raikou habe ich eigentlich sehr viele Raids gemacht, deswegen hatte ich da relativ viele Bonbons. Und das war zu der Doppel-EP-Zeit. Da habe ich viele Raids gemacht wegen Vierfach-EP. Aber Raikou, bester Donnerangreifer, sehr gut gegen Kyogre, deswegen habe ich den jetzt auch auf Max gepusht. 98%, was will man mehr? Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Legendäres ist und was euer bester Raikou ist. Und welche ihr schon auf Max gepusht habt. 2018 wird legendär, die Legendären kommen auf jeden Fall wieder. Die Frage ist halt nur wann. Aber das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.